Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, der Abishe Rit anzunehmen bei Moana Sturmhof in Vashir Tangtarwald an dieser Stelle. Vorquest war besser spät als tot. Nehme hier die Quest an. Und jetzt müssen wir ein Seepferdchen zähmen. Wir müssen erstmal dieses geflochtene Seil benutzen, gleich neben dem Quest-NPC. Seepferdchenköder ausgelegt. Nun müssen wir was zähmen. Schaut mal, da ist es. Nun müssen wir es hier direkt benutzen. Wir haben es gepackt, solange es abgelenkt ist. Und dann müssen wir diese Knöpfe hier benutzen. Ich drücke mal die 2. Gut festhalten, die 1. Jetzt die 3. Also ihr müsst den Anweisungen hier Folge leisten. Nicht drücken, was ihr wollt, wie ich am Anfang. Der erste Knopf. Und es kann sein, dass es nicht genau so ist, wie hier bei mir im Video. Und es total zufällig ist. Oh, ich glaube, gleich haben wir es gezähmt. Nochmal links. Rechts. Das ist die nächste Anweisung. Nochmal rechts. Links. Oh, hier darf man nicht abgelenkt sein bei dieser Quest. Oh, ich habe falsch gelenkt. Schnell noch die 1 gedrückt. Also ihr habt Zeit, ein bisschen es zu korrigieren und jetzt haben wir es gezähmt. Quest ist dann abzugeben bei Moana Sturmhof im Tangtarwald an dieser Stelle. Fragezeichen ist hier, ich weiß nicht wieso. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.